Hi liebe Leute, heute in unserem Video ein Interview mit Sarah Dorsun, zweimal Trainingsimpressionen von unserem tollen Trainingsplatz und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Moin liebe Wölfe, ich freue mich sehr, Sarah Dorsun ist da und grüße euch herzlich aus dem Trainingslager unserer Wölfinnen in Walchsee. Sarah, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Wir haben jetzt gerade das zweite Training hinter uns und ja, war anstrengend, aber mir geht's gut soweit. Kannst du uns die Trainingseinheiten heute so ein bisschen beschreiben? Ja, wir haben uns erstmal mit Ball erwärmt, dann haben wir eine Passspielform gemacht, also aus den Positionen. Und dann haben wir eine kleine Spielform gemacht mit einem 6 gegen 3 und sind dann ins große Spiel gegangen auf 2 Tore. Und ja, das war's dann für heute auch. Und so ein paar Impressionen schauen wir uns jetzt erstmal an. Heute war das ja schon die zweite Trainingseinheit. Wie nimmst du so die Begebenheiten hier wahr? Du bist ja das erste Mal da. Ja, also es ist nicht vergleichbar mit dem Trainingslager, was wir in Essen haben. Ja, die Umgebung, das Ganze drumherum ist natürlich echt toll. Man schaut raus, hat das Grün, Berge, Wälder und das ist natürlich eine Kulisse. Die habe ich so noch nicht im Trainingslager erlebt. Die Bedingungen sind super und ja, es macht Spaß, bei solchen Gegebenheiten zu trainieren. Bist du so der Typ, der auch gerne mal Urlaub in den Bergen macht oder bist du da eher absolut der Strandtyp? Um ehrlich zu sein, bin ich ein absoluter Stadtmensch. Also ich finde es schön hier, also wie ich ja gesagt habe, es ist schon echt was Tolles. Aber ich bin dann schon eher ein Stadtmensch und sage, ah, was anderes gefällt mir dann auch ganz gut. Jetzt bist du schon ja, fast über einen Monat bei uns. Wie sind denn die Mädels so insgesamt drauf? Ich habe es ganz am Anfang die Frage, glaube ich, schon mal gestellt. Aber wie bist du angekommen bisher? Wie geht es deinem Hund auch in Wolfsburg? Ja, uns beiden geht es super. Peanut und ich haben uns echt wirklich gut hier eingelebt. Und mir kommt so vor, als wenn ich schon viel länger hier wäre, als wenn ich schon länger Teil des Teams wäre. So gut haben die mich aufgenommen. Und es macht einfach jeden Tag Spaß mit der Mannschaft und sind alle super lieb, geben mir Tipps. Und ja, hier kann ich mich definitiv weiterentwickeln. Wie blickst du auf das Trainingslager? Was steht die kommenden Tage schon an? Hast du schon einen Einblick bekommen? Ja, wenn ich das wüsste. Nee, also ich glaube, dass wir viel im taktischen Bereich machen, Spielformen machen und einfach, dass das Team noch enger zusammenrückt. Solche Sachen, aber da sprechen die Trainer ja nicht mit uns, was wir machen. Wie wichtig findest du dann aber auch dazwischen, dass man zwei Testspiele hat? Ja, wichtig. Also da sieht man ja dann ob das funktioniert, was wir uns im Training vorgenommen haben. Das kann man ja dann im Spiel anwenden. Im Spiel sieht man, woran wir noch zu schrauben haben, was noch nicht so gut funktioniert. Und ein 11 gegen 11 ist eh immer gut und Wettkampfniveau auch. Deswegen glaube ich, dass das zwei gute und wichtige Testspiele für uns sind auf dem Weg Richtung Saison und allem drumherum, was da noch auf uns zukommt. Abschließende Frage. Während des Trainings wurde die zweite DFB-Pokalrunde ausgelost. Es gibt ein Derby. Es gibt ein Derby gegen Hannover 96 oder bei Hannover 96. Freust du dich schon drauf? Ja, also ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wir letztes Jahr mit Essen nach Neubrandenburg fahren mussten, 9 Stunden.
Und ich sage, wer ist denn noch hier drin? Wer ist drin? Sage ich, bitte Hannover, bitte Hannover. Also ich habe es wirklich die ganze Zeit gesagt. Und ja, geil, freue ich mich. Hannover ist, ich habe noch nie gegen Hannover gespielt, aber Derbys sind immer gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir eine gute Zeit im Trainingslager. Dankeschön. Danke dir. Hannover.